Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ja, ich möchte euch wieder ganz herzlich mich zunächst bei euch bedanken für die vielen Likes, die vielen Kommentare und die vielen Abos. Macht bitte weiter so, gerade bei den Abos hilft mir das sehr, sehr viel. Und daher meinen herzlichen Dank. Dankeschön ihr Lieben. Ja, ihr kennt das schon, ich habe hier einmal die astrologischen Highlights für diese Woche mit dabei. Ich filme jetzt hier draußen, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Ist momentan arbeitstechnisch sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, ich komme gar nicht so vorwärts, wie ich das ganz gerne für euch machen wollen würde. Es gibt momentan viele, viele private Änderungen auch. Da würde ich euch demnächst auch mit auf dem Laufenden halten, was sich dann alles demnächst so ändern wird. Es wird eine ganze Menge sein. Aber wir kommen natürlich jetzt gleich im Anschluss hier zu euren allgemeinen Readings für den 6. bis zum 12. März 2023. Ja, ich sag mal ganz herzlich willkommen, lieber März. Wir haben mit dem März die Tag- und Nachtgleichheit erreicht. Das heißt, es wird jetzt Richtung Frühling gehen, was wir, glaube ich, alle gut gebrauchen können. Und heute, das ist, wenn ich heute sage, heute ist Donnerstag, das ist heute um 6.36 Uhr, ja, haben wir die Konjunktion Jupiter und Venus. Vielleicht haben einige das Glück schon gehabt und haben diese beiden am Himmel gesehen, weil die kann man jetzt auch wirklich gut erkennen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon das ein oder das kleine oder große Glück erlebt, weil dafür steht diese Konjunktion. Und Venus bewegt sich jetzt aber schon wieder Richtung Chiron. Und Chiron steht immer für unsere alten Verletzungen, unsere alten Wunden. Ja, und diese hindern uns natürlich an unsere, ja, wie soll ich das formulieren, an unsere Potenziale so einzusetzen, um ja, die uns weiter vorwärts bringen und nicht aufhalten. Also man kann auch sagen, uns von unseren alten Zöpfen trennen, die Zöpfe abschneiden, uns von den alten Geistern trennen, so kann man es sagen. Ja? Ja, wir sind auch momentan voll in der Wasserenergie, denn wir haben die Sonne im 12. Grad der Fische und wir haben den Mond im Zeichen des Krebses. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet ganz starke, sensible Emotionen. Ja? Einige von euch sind vielleicht so getriggert, dass sie schon die Flöhe husten hören, um das einfach mal so ein bisschen anders zu formulieren. Und hier ist es ganz extrem wichtig, dass wir einfach mal schauen, ob wir uns mit uns selbst wohlfühlen. Ja? Und wenn es nicht so ist, woran könnte es liegen? Was löst das quasi dann in uns aus? Denn wenn das nicht so ist, ist es dann ein Indiz dazu, ein Indikator dazu, dass es natürlich auch, wenn man sich in einer Beziehung befindet, das dann sehr, sehr schwierig wird, weil ein Mensch gegenüber kann uns das nicht geben, wenn uns da was fehlt und was mit uns im Inneren nicht, nicht stimmig ist. Ne? Man muss schon mit sich schon in einer gewissen Weise, man ist nicht immer mit sich zufrieden, mal ist es die Figur, mal ist es das Verhalten. Ja, aber im Großen und Ganzen sollte man schon so ein Basic haben, was einem dann gefällt. Oder man muss es halt ändern. Ne? Ja, Sonne und Mond im Wasserzeichen, das ist immer eine sehr starke emotionale Energie. Der Mond ist jetzt zunehmend oder er wird zunehmend, so kann man es sagen, und wechselt dann am Freitag in das Sternzeichen des Löwen. Löwen, ein Feuerzeichen, ist natürlich was anderes als das Wasser. Da wird wieder was anderes angetriggert hier. Und Merkur ist im Wassermann und auch der wechselt seine Richtung in die Fische und trifft quasi heute um 15.36 Uhr, das heißt, es ist jetzt schon etwas später, trifft er den Planeten Saturn. Also nicht den Markt Saturn, sondern den Planeten Saturn. Kleiner Scherz am Rande. Ja, Merkur-Saturn bedeutet immer konkreter zu denken und nicht ins negative Denken zu verfallen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und heute um Mitternacht oder kurz vor Mitternacht wechselt Merkur dann in das Zeichen der Fische. Daher Vorsicht mit momentan mit Kommunikation und auch Entscheidungen. Die solltest du am Freitag bitte nicht treffen, zumindest keine Entscheidungen, die von Tragweite sind. Denn da könnte es zu möglicherweise falschen Entscheidungen kommen, weil falsche Energien auf dich treffen. Ja? Ja, und am Montagmorgen wechselt dann der Mond in das Sternzeichen der Jungfrau. Und am Dienstagmittag ist es dann soweit, das heißt, gegen Abend, wenn wir es dann sehen, haben wir den neuen Vollmond. Ja, das, was auf uns zukommt, das ist so eine kleine Vorschau für den Vollmond. Da steht halt immer für Vertrauen, Kontrolle, Verletzung, aber auch Heilung für uns selber. Ja, für den Vollmond für die nächste Woche gibt es natürlich dann wieder ein neues Video. Da würde ich euch mit neuen astrologischen News einmal bestücken. Das soll es jetzt soweit hier erstmal gewesen sein. Ja, ich hoffe, ihr könnt auch etwas das frühlingshafte Wetter genießen. Es ist noch sehr, sehr schattig, zumindest hier. Es ist also sehr, sehr kühl. Na, aber die Sonne, wenn sie dann rauskommt, das ist natürlich schon eine schöne Geschichte, ihr Lieben.
Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit zu euren einzelnen Readings. Wie gesagt, das ist ein Reading für das Kollektiv. Das ist also kein persönliches Reading für dich. Ich kenne dich auch nicht persönlich. Daher mach das Reading auch bitte nur zu deinem, wenn du damit in Resonanz gehst. Schau auch gerne nochmal in dein Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten vorbei. Falls du nicht weißt, wie du den ausrechnen kannst oder berechnen kannst, unten in der Infobox habe ich dir einen Link bereitgestellt. Da kannst du das Ganze kostenlos dann auch tun. Ansonsten kennt ihr das schon mit den Tarotkarten. Tarotkarten haben keine Macht über dein Leben, sondern sie sind immer wie Wanderkarten. Du lernst deine Umgebung kennen, mögliche Ratschläge lernst du kennen, mögliche Wege, die du gehen sollst, wählen kannst. Aber die Karten sagen nie, dass du passiv werden sollst, sondern du sollst immer aktiv bleiben. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Hallo, ihr lieben Widder. Ich muss mal ganz kurz was richtigstellen. Ich habe vorhin schon richtig zu den Steinböcken gesprochen, aber ich zeige euch mal eben kurz eure Sternzeichenkarten. Ich komme hier jedes Mal durcheinander mit den gehörnten Tierchen hier. Das hier ist der Widder und das ist der Steinbock. Und Steinbock hatte ich gerade schon. Deshalb wäre das eure Karte gewesen und ich habe leider Gottes bei euch den Widder gehabt. Deshalb mache ich den Steinbock jetzt weg. Es ist natürlich der Widder und deswegen lasse ich den Widder hier auch noch stehen, ihr Lieben. Weil, ihr lieben Widder, das ist eure Legung für euch. Allgemeines Reading vom 6. März bis zum 12. März 2023. Ich verbinde mich mit dem Universum und wir starten dann auch direkt los, ihr lieben Widder. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der lieben Widder. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Okay. Ja, beachtet bitte, das ist ein allgemeines Reading. Ich kenne dich nicht persönlich. Mach das bitte auch nur zu deiner Legung, wenn du damit in Resonanz gehst. Ansonsten ist das nicht für dich geeignet und das ist für niemand anders. Schau auch gerne in deinen Mondzeichen, Venuszeichen, Aszendenten vorbei. Wenn du nicht genau weißt, wie du das berechnest, habe ich dir in meiner Infobox unten einen Link bereitgestellt, wo du das Ganze kostenlos berechnen kannst. Und ansonsten sind natürlich hier alle Widder herzlich willkommen, die im Sonnenzeichen den Widder haben, im Aszendenten, im Mondzeichen oder aber auch wenn du Crosswatcher bist, auch hier bist du ganz herzlich willkommen bei mir. Ja? So, wir wollen mal schauen, wie eure Energie so aussieht, ihr lieben Widder. Und wir starten auch direkt. Ja, du bist in Feierlaune. Du hast etwas zu feiern. Drei der Kelche. Hier geht es um Zufriedenheit, Treffen, aus dem glücklicher sein, etwas zu feiern. Die Karte kann aber auch für ein Treffen, für ein Date stehen. Ist auch so die Dating-Karte. Es kommt hier aber auch etwas in Erfüllung. Kann auch immer für ein Babywunsch stehen, dass also quasi was Neugeborenes gekommen ist. Im seltensten Fall steht die Karte für eine dritte Person, die sich in eure Beziehung einmischt. Aber das bitte mit der Pinzette nehmen, das gilt wirklich für einen ganz, ganz geringen Teil von euch. Also zunächst bist du in einer Zufriedenheit, in einer Erfüllung. Etwas ist in Erfüllung gegangen und du hast etwas zu feiern. Und wir schauen mal weiter, was das denn sein kann. Ihr Lieben, ja, du hast hier das Ass der Schwerter, was immer für deine geistige Kraft steht, für Ideen. Und hier kommt eine Chance auf eine gedankliche Klärung aus dem Nichts. Man kann auch sagen, eine Blitzidee ereilt dich hier. Es geht hier immer um deine Vernunft, um deinen Intellekt und um Entscheidungen. Ja, und das kommt plötzlich einfach so wie aus dem Nichts. Und du siehst ja hier auch die Hand. Das Schwert steht ja für die Gedanken aus der Wolke heraus plötzlich. Ja, du setzt dich jetzt quasi hin, machst einen Plan und den setzt du quasi auch um. Manchmal kann es aber auch dafür stehen, dass du eine Lüge entlarvst in der Liebe. Dafür kann sie auch stehen, ja? Und du hast den Magier bei dir. Wie geil ist das? Meine Lieblingskarte übrigens, der Magier ist die Karte Nummer 1 in der großen Arkana. Eine ergänzende Karte für das Sternzeichen Zwilling. Der Magier, du siehst ja sein Gewand, rot, steht immer für Kraft, für Leidenschaft. Er ist mit dem Himmel verbunden und auch mit der Erde. Der Magier hat Macht, Energie, auch die nötige Entschlusskraft und den Wille, das Selbstvertrauen, den Verstand. Ja? Manchmal ist er auch so ein Trickser. Er kann quasi, oder du kannst jetzt deine Träume in die Wirklichkeit holen. Und du siehst ja auch, der Magier hat dazu alles Werkzeug, was er braucht. Ja, er hat
obwohl die Stabenergie, die Kelchenergie, Münzenergie und auch die Schwerter hier liegen. Er hat hier oben die Lemniskate hier oben, das heißt diese 8 auf dem Kopf steht für unendliche Weisheit, für unendliches Vertrauen, was der Magier alles so kann. Wir haben hier dann nochmal die Lilien und die Rosen. Auch die Blumen stehen natürlich für, die Rosen für Kraft, auch für Leidenschaft. Ne? Und der Magier kann alles umsetzen, was er möchte. Hier kann man sagen, es geht hier auch um Manifestationskraft. Du kannst dir deine äußere Welt erschaffen, allerdings muss deine innere Welt dazu stimmen. Ja? Auch eine Karte aus der großen Arkana, das ist die Kraft. Die Kraft ist die Karte Nummer 8 in der großen Arkana. Eine sehr magische Karte, weil hier siehst du, die Göttin schließt mit ihrer Hand ganz behutsam dem Löwen das Maul. Der Löwe wird als mögliches Hindernis symbolisiert. Oder auch anders gesagt, du wächst mit deinen Aufgaben. Es geht hier immer um Mut zum Risiko, ja, auch um Leidenschaft. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ob dein Wunschpartner bald in dein Leben tritt, kann ich dir sagen, ja. Definitiv, er hat Kraft geschöpft, er wird auf dich zukommen. Im Hintergrund siehst du auch die goldene Sonne, es ist ja alles schön gelb gemalt, ist also alles in einem, ja, Sonne ist ja auch immer für Kraft, weil ohne Sonne kein Leben möglich. Die 8 auch über dem Kopf von ihr, es steht auch für Weisheit und Herzenskraft. Der Löwe wird quasi hier zum schnurrenden Kätzchen gemacht. Eine sehr, sehr magische Karte. Du hast hier die nötige Kraft, Dinge umzusetzen, ihr lieben Widder. Nicht, als wenn das schon genug wäre, du hast hier auch noch die Herrscherin. Die Herrscherin ist die 3. Karte in der großen Arkana, dem Sternzeichen Stier zugeordnet. Die Frau ist schon mal sehr, sehr fruchtbar. Es kann ja auch positiv um eine Schwangerschaft gehen. Generell bedeutet die Herrscherin auch immer Wachstum und Neubeginn. Es geht hier um Vertrauen, um Frieden, auch um kreative Phasen bei der Arbeit. Aber du kannst alle Sachen meistern. Du kannst mit einer Gelassenheit diese Dinge entgegentreten, weil du bist hier in der absoluten Herrschermacht. Und es kommt hier zu einem Neubeginn bei dir. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Ja, aber du merkst das mit dem Neubeginn noch gar nicht, weil du hängst hier so in einer Warteposition und du denkst immer noch, es geht hier nichts voran. Und du siehst aber gar nicht, was du alles schon erschaffen hast. Habe hier bitte noch etwas Geduld, ihr Lieben. Es wird gut werden. Es wird gut werden. Bitte etwas Geduld. Ja? Ja, das ist leider so ein ganz kleines Problem. Wir haben hier 9 der Stäbe. Du hast hier Angst, wieder verletzt zu werden. Hier kann es auch eine mögliche Eifersucht sein. Also hier geht es immer in der Liebe um alte Wunden. Du hast ja quasi hier so eine Mauer errichtet. Ja, du siehst ja hier, du hast ja quasi die ganzen Stäbe hinter dir gestellt, um dich vor etwas abzuschotten. Da sind Ängste, Unzufriedenheiten, die dann eine Rolle spielen. Eigentlich weißt du schon immer, was du möchtest, nur du zweifelst. Du musst manchmal nur aus deiner Komfortzone heraustreten, einen Schritt heraus machen und schon würden Dinge einen anderen Fluss nehmen. So weit bist du hier aber noch nicht. Schauen wir mal weiter, ihr Lieben. Die Königin der Schwerter. Da kommt jemand auf dich zu und bei dieser Karte geht es immer mit dem Verstand zu arbeiten. Der Verstand ohne Unsicherheiten, Verwirrtheiten, Abhängigkeiten eine freie Entscheidung zu treffen. Unabhängig, frei, kühlen Kopf. Das sind so diese Überschriften. Ja? Da wird aber auch noch jemand als Ratgeber zu dir unterwegs sein. Das kann ein Luftelement sein, ein Zwilling, Wassermann oder Waage, die quasi mit ihrer Stärke dich sehr unterstützen wird, die auch sehr zukunftsorientiert handelt. Und auf diese Person, auf diesen Ratgeber kannst du dich auch zu 100% verlassen. Und wir haben auch den König der Schwerter. Das Pärchen ist komplett, ihr Lieben. Das heißt, hier wird es in der Liebe definitiv ein sehr positives Ende nehmen, kann ich dir sagen. Denn der König ist ja auch sehr verantwortungsbewusst. Auch er weiß, entschlossen zu handeln. Und hier geht es auch immer um notwendige Veränderungen herbeizuführen. Es kann sein, dass jemand auf dich zukommt, der sehr klug, sehr analytisch ist.
ist ein sehr rationaler Typ, aber der etwas kühl wirkt. Ist aber immer ein ehrlicher Ratgeber und es ist sehr, ein sehr geradliniger Mensch, der es aber nicht schafft, seine Gefühle so, eher so zu zeigen. Er ist aber sehr verlässlich und man kann hier eine sehr, sehr gute Beziehung aufbauen. Ja, und es ist ein Luftzeichen. Löwe, Widder oder Waage? Habe ich gerade Widder gesagt? Löwe, Widder oder Waage? Quatsch. Zwilling, Wassermann oder Waage? Entschuldigung, es ist also schon spät. Ihr merkt schon wieder, die Funzel da oben leuchtet nicht mehr ganz so hell, wie sie sollte. Und wir haben hier noch die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, die 14. Karte in der großen Arkana, dem Sternzeichen, dem Schützen zugeordnet. Diese Karte signalisiert immer, dass du hier momentan nicht in deiner goldenen Mitte stehst. Ja? Freude und Ruhe im Leben, Gleichgewicht, Harmonie, darum geht es hier bei dieser Karte. Ja? Hier sind auch die vier Elemente mit im Spiel. Ja? Du siehst ja auch, der Engel steht mit einem Fuß auf der Erde, einem Fuß im Wasser. Wasser symbolisiert immer unsere Gefühle. Die Flügel, das Element Luft. Die Flügel sind ja auch rot gezeichnet für das Feuer. Ja? Und ja, es geht hier wirklich um in eine Verbindung einzugehen in der Liebe, gemeinsam etwas gestalten zu können, das immer sehr einfühlsam und sehr emotional. Du bist ja auf dem richtigen Weg, weil ihr seid beide im Einklang. Ja, der Fluss des Lebens kommt wieder auf den richtigen Weg. Ja, definitiv bekomme ich hier so rein. Etwas wird hier in der Entwicklung gehen und der Engel gießt ja quasi von einem Kelch in den anderen. Es wird hier wieder zum Fluss kommen. Ja? Du wirst ja auch Erkenntnisse wieder bekommen. Ja, und mit Outcoming unter Seite des Decks haben wir den Mond. Und der Mond steht ja immer so für deine Träume, Ahnungen, Visionen im Unbewussten, weil der Mond immer so der Vernebler im Tarot ist. Ne? Also das bitte gar keine Entscheidung aktuell treffen, ihr Lieben. Weil du könntest, aufgrund, weil dir nicht alle Fakten vorliegen, könntest du hier falsche Entscheidungen treffen. Und das wäre nicht so wirklich hilfreich. Ich bin mal eben unten auf dem Boden hier und muss mal eben ein paar Karten hochfischen. Ja, ihr Lieben, es sind vier Karten, die herausgeploppt sind. Ja, es geht definitiv auch in die Vergangenheit bei dir, wo du noch was bearbeiten musst, weil wir haben hier sechs der Kelche. Sechs der Kelche stehen halt immer für die Vergangenheit bei dir. Das kann deine erste Liebe sein, das kann eine alte Liebe sein. Möglicherweise geht es hier um Zuneigung und Vertrauen, was hier etwas dich blockiert. Das kann auch was mit deiner Kindheit zu tun haben. Das musst du jetzt mal bitte für dich selber beantworten. Das kann ich von hier aus nicht tun, ja? Und wir haben den König der Kelche noch dazu bekommen. Der König der Kelche steht immer für Gefühle. Und zwar seine Gefühle, auch ruhig deine Gefühle, die Kontrolle aufzugeben, damit Verwundungen wieder zuzulassen, aber sich auf seine eigenen Gefühle verlassen und vertrauen können. Das ist hier die Botschaft, ja? Dieser Partner ist ein Volltreffer, weil Gefühle sind ihm nicht fremd, er ist ein Herzensmensch und das kann ein Fisch, ein Skorpion oder ein Krebs sein, der hier auf dich zukommt. Ja, und der Ritter der Münzen ist auch zu dir unterwegs und dieser Mensch steht immer für Ausdauer, für Durchhaltevermögen, für Stabilität, auch Verlässlichkeit, gerade im Finanzen und im Beruf. Du kannst hier konkret was erreichen in deinem Beruf. Möglicherweise wird dir auch jemand mit seinem Ratschlag hier helfen. Du wirst ein Angebot auch bei der Arbeit im Beruf bekommen, was sehr beständig sein wird. Und diesem Angebot kannst du trauen. Ja, ja, und deine Blockade in der Liebe haben wir hier auch nochmal gespiegelt. Wir haben hier fünf der Kelche. Hier geht es immer um Neuanfang und auch eine Niederlage, einen Verlust, eine Enttäuschung. Hier geht es, die sind so gemalt, dass du hier quasi schaust, dass die Kelche alle umgefallen sind und das macht dich nicht glücklich, wie du siehst. Dabei siehst du natürlich immer deinen Blick nicht auf die zwei weiteren Kelche, die noch stehen. Und das sind neue Chancen, die du hier hast und die Chancen sollst du auch ergreifen. Was immer generell schwierig für dich sein kann, ja. Aber es gibt im Leben immer mehrere Optionen und das ist genau deine Blockade. Das heißt, in der Liebe bist du blockiert. Und dadurch kannst du manche Chancen hier nicht wahrnehmen. Du hast hier aber eine wunderschöne Energie da liegen, den Magier, die Kraft, die Herrscherin. Also da ist definitiv was
machbar hier bei dir. Die Mäßigkeit hast du auch mit dabei. Also wunderschöne Energie, ihr lieben Widder. Ja, und ich möchte mal ganz gerne eben noch eine abschließende Karte für euch ziehen, und zwar vom Göttengeflüster. Ja, die Göttin Sedna haben wir hier. Und die Göttin Sedna sagt Opfer. Es geht hier wirklich um Opfer bringen. Und manchmal muss man Opfer bringen in Form, dass man alte Pfade, alte Gedankenmuster, alte Zöpfe abschneidet. Ja? Das hat was mit deiner Blockade und deiner Vergangenheit zu tun. Und da musst du dran arbeiten. Ja, ihr Lieben. Ihr Lieben Widder, falls die Legung gefallen hat und du mir ein Danke da lassen möchtest, mach das gerne mit dem Like. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich wie immer über ein Abo von dir und über ein nettes Kommentar. Wenn du mir was hinterlassen möchtest, da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber. Ich wünsche dir wie immer alles Liebe, alles Gute, nur das Beste. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, ihr Lieben. Alles Gute. Ciao, ciao.